willkommen zu einer neuen Folge von 911 Operator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und die Kollegen von Playway haben mir tatsächlich ein DLC spendiert. Also auf einmal bekam ich eine E-Mail rein. Wir haben da noch was für dich. Und vielen Dank dafür, nämlich das Special Resources DLC. Wie der Name schon sagt, gibt es weitere Inhalte, also fügt dem Spiel weitere Inhalte zu. Unter anderem einen größeren Polizeihelikopter, haben wir jetzt noch nicht benutzt, allgemeine Helikopter. Wir müssen sowieso erstmal schauen jetzt hier, was wir an unserem Team noch verbessern können, an unseren Einheiten. Das machen wir heute in dieser Folge auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für euer Feedback. Kommt wohl ganz gut bei euch an. Einige finden es zu langweilig, ist ja okay. Einige sagen aber auch, ist in Ordnung, spielt es gerne mal weiter, so ein paar Folgen. Und das machen wir jetzt auch, habe ich mir gedacht. Also wie gesagt, gibt ein paar neue Inhalte mit diesem DLC dazu. Kostet 3,99 €, kam auch direkt mit dem Spiel gleichzeitig raus. Was gibt's noch? Polizeihund gibt's auch damit. Also, hört sich ganz interessant an. Ich bin mal gespannt. Also, lass uns erstmal hier, taktisch, in Anführungszeichen, vorgehen. Wir haben ja hier noch unsere Ressourcen. Und dann gehen wir auf Belegschaft. Und da haben wir, ihr seht ja noch, was wir noch nicht eingesetzt haben. Das geht ja gar nicht. Wir haben zum Beispiel einen Polizeibeamten. Beziehungsweise schauen wir erstmal bei Fahrzeuge. Okay, wir haben Feuerwehrwagen. Das heißt, wir können diesen Polizeibeamten theoretisch mit in, ich würde sagen, genau, in diesem Wagen ziehen. Geht das nicht? Geht das nicht, Kollege? Doch, hier. Das geht. Das heißt, wir ziehen ihn hier rein. Dann haben wir hier zwei Männer drin. Allerdings benötigt der Herr noch eine Waffe, würde ich so sagen. Equipment haben wir sogar noch. Das heißt, wir ziehen die Waffe hier auch rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir können ihn auch hier hinziehen, aber ich denke mir mal, ja, es bringt nicht so viel, wenn ein Polizist alleine losfährt. Das heißt, wir haben hier Verstärkung. So, beginnen wir auch Belegschaft. Einen Sanitäter haben wir noch. Einen Sanitäter. Wir haben hier drei Krankenwagen. Genau. Das heißt, wir könnten diese Frau oder den Herr... Ne, Craig. Ja, ein Mann. Ist, glaube ich, ein Mann. Könnten wir irgendwo hinzufügen. Was kostet denn eigentlich ein Rettungswagen? Oh, er kostet schon viel. Den müssen wir echt noch sparen auf sowas. Nee, also bevor der da einfach mal zu Hause rumsitzt, können wir den wirklich mal hier einfach reinziehen. Würde ich sagen, Einsatz. Wie geht's denen so? Okay. Geil, 233, okay. Ja, egal. Einfach mal da drauf ziehen jetzt. Mal schauen, wie sich das auswirkt später. Dann haben wir noch einen Polizeibeamten tatsächlich. Den Michael Brown. Michael, Mensch. Michael. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Fahren 97% fahren. Uiuiui. Leute, das ist ja schon was. Dann können wir das mal einfach ausprobieren. Dann würde ich echt sagen, hier in schön im Polizeivan rein, wenn mal ein Großeinsatz ist, können wir den nutzen. Da würde ich allerdings auf jeden Fall eine Polizeiwaffe noch kaufen. Eine Waffe noch kaufen. Oder eine Pistole. Wir gehen mal kurz auf Equipment. Ne, da haben wir nämlich nicht. Das heißt, wir gehen mal kurz auf Equipment. Da haben wir eine Pistole. Kostet $1000. Also, das Geld haben wir auch noch. Das heißt, wir werden den die Waffe zuweisen. Wir können beispielsweise noch eine kugelsichere Weste kaufen. Aber da würde ich erstmal sagen, das machen wir dann später. Feuerwehrmann. Genau, Feuerwehrmann. Wir könnten theoretisch dieses Fahrzeug noch nutzen. Das überlege ich tatsächlich einzusetzen, weil wir tatsächlich mal... Ja, doch. Wir nutzen das auf jeden Fall. Wir erscheinen ein neues Team hier oben. Das geht ganz leicht. Geht ganz leicht. Hallo? Doch, jetzt. Ziehen den Wagen da rein. Denn, das ist technischer Dienst. Ah, okay. Interessant. Interessant. Ausgestattet mit professionellem Equipment für die Brandbekämpfung. Okay. Und Feuerwehrmann. Können wir da reinziehen? Ja. Wir schauen aber mal, wie teuer so ein neuer Feuerwehrmann ist.
Oh, okay, das ist der Arbeitsmarkt dann. Schauen erstmal. Wir müssen natürlich auf die Werte schauen. 96, wir fahren 71, okay. 2000 Dollar. Würde ich, also, das sieht... Technische Fähigkeit, das sieht interessant aus. Der sieht tatsächlich interessant aus, weil wir haben also einen technischen Dienst. Was haben wir hier unten noch? 96%. Moment. Wir schauen mal, technische Fähigkeit 85. 54. 96. Dann nehmen wir doch den hier auf jeden Fall. Ja, will ich den nehmen. 96. Rekrutieren. Ihr seht schon, das Geld wird dann weniger. Und auch hier können wir die Leute, die Jungs von der Feuerwehr besser ausrüsten. Wir gehen auf Equipment. Und da sehen wir schon. Wir haben zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Set. Da ist die Frage, könnten wir das? Jetzt mal theoretisch. Könnten wir sagen, ach, ihr nehmt doch mal ein Erste-Hilfe-Set mit. Und sag mal, wenn ihr verletzt seid, könnt ihr das selber nutzen. Kostet 3000. Können wir vielleicht später mal nutzen, machen wir aber jetzt nicht. Ach, guck mal, Taser gibt es sogar aus Schrotflinte, Defibrillator. Genau, eine Feuerweste, kostet 2500 Dollar. Vielleicht sollten wir das kaufen tatsächlich. Feuerwehr-Equipment. Ah, ne, Moment, ihr seht's hier. Ne, tatsächlich nicht. Tatsächlich steht's hier nicht drauf, was... Erste-Hilfe-Set können wir für alle nutzen dann. Oder wie? Wahrscheinlich schon. Okay. Also lass uns einfach eine Feuerweste kaufen, bin ich dafür. Dann können wir die nämlich einfach mal hier zuweisen. Kaufen wir erstmal so ein paar. Kaufen wir erstmal ein paar Leute, das ist ja kein Problem. Nein. Vielleicht, dass es dann besser läuft, dass wir dann halt nicht einen, weiß nicht, Krankenwagen dazu rufen müssen, weil die verletzt sind. Dann können wir das vorher schon, sagen wir mal, besser planen. So. Dann. Sieht auch ganz interessant aus. Wie ist das eigentlich mit dem Polizeihund? Ist auch ein ganz interessant. Können wir den Polizeihund einfach dazu weisen? Ihr habt auch was, genau. Wir gehen erstmal auf Fahrzeuge, schauen uns das mal an. Ihr habt nämlich auch was von Polizeihelikopter geschrieben, dass wir uns das kaufen sollen. Hier, Polizei. Ja, das ist ein großer Polizeihubschrauber. Der ist mal nicht neu dazugekommen mit diesem Special Resources Packet. Kostet aber auch ein bisschen was. Es gibt richtig coole Sachen hier, ey. Sanitätermotorrad. Ich feiere das wirklich. Also, es sieht ganz interessant aus. Belegschaft war mal schon Equipment, aber das ist hier leer, ne? Genau. Wir haben jetzt noch 52.000 Euro über. Ich weiß nicht, ob das zu langweilig ist, wenn ich jetzt hier komplett die Folge, ja, mit euch plane. Das weiß ich halt nicht. Da würde ich erstmal sagen, wir spielen jetzt wieder eine Runde und schauen, wie viel Geld wir verdienen. Wir treten sozusagen zu unserer dritten Schicht an. Und dann werden wir mal weiterschauen, wie es so läuft und vielleicht was wir unbedingt noch verbessern können oder müssen. Weil teilweise werden wir da schon, also haben wir noch Probleme. Wegen, ihr seht, der Ruf geht manchmal runter. Deshalb gehen wir jetzt auf Entsendung starten. Genau. Und dann schauen wir mal. Schicht beginnen. Dann schauen wir mal. Ich muss mich erst wieder dran gewinnen. Oh, eine neue Meldung. Okay, es brennt, Leute. Ein Container. Oh, Moment. So. Dann, was habe ich denn jetzt dahin geschickt? Ich kann es gar nicht sehen. Okay. Das ist das technische Dienst. Müsste der technische Dienst sein, ne? Ah, oh, es müsste auch klappen. Ah, es, guck mal. Brennt sogar schon wieder. Es, technische Störung. Moment, wir schicken den mal dahin und den dahin. Anruf. Oh. Okay, da unten. Are there any injuries? Yes, one person is injured. Eine Person, okay. Can you tell what kind of injuries they have? Just some scratches.
Nur ein paar Kratzer, ja. Trotzdem sollten wir vielleicht mal einen Krankenwagen hinschicken. Are any of the vehicles blocking traffic? Yes, one of them can't be moved. When did it happen? Just a moment ago. Do you know who caused the accident? We're still arguing about that. Okay, dann muss auf jeden Fall Polizei mit. Ja, alles klar, haben wir schon geschickt. Okay, dann soll der mal warten. Wir haben ja schon RTW und einen Polizeiwagen losgeschickt. Gesichtet, elektrische Gefahr. Da benötigt jemand medizinische Unterstützung. Das kriegen wir auch hin. Schicken wir da mal einen hin. Wir gehen auf Warten. Schwangere Frau begann unerwartet ihr Kind auf die Welt zu bringen. Wahrscheinlich wehen. Warten. Wir sind fertig. Okay. Dann fahrt mal zurück hier zu... Wache, genau. Krankenwagen ist da, Feuerwehr ist unterwegs. Müll in Brand, genau. Wobei, komm, wir schicken ihn einmal hin. Einfach mal zur Überprüfung. Vielleicht ist da was Größeres, dann haben wir das mal vorgebeugt. So. Genau. Ich probiere mich weiter einzuspielen hier. Oh. Okay, where do you live? I live at... So tell me what's happening. It's probably that crazy Ray, my ex-boyfriend. I heard knocking at the door. He's probably drunk again. What should I do? I'm sending the police right now. Is it possible that Ray has a weapon? Yes, he usually carries a knife. Oha. Oh my god. He broke down the door. What should I do? Hang on for a sec, okay? I want you to find a room that you can lock the door on. And then get in there, shut it, and lock it, okay? Okay. Oh, God. He knows I'm here. Hold on. I know you can do this. Police are on the way. What should I do? I have my father's gun. Should I shoot him? Open the fucking door. Bitch, open the fucking door. No, no, no. Don't shoot him. Put down the gun. The police will be there shortly. Nothing's gonna happen to you. Die Polizei ist unterwegs. So, hier mit medizinischer Unterstützung. Okay, wir brauchen... Verstärkung? Okay. Okay, wir müssen sofort dahin, weil die brauchen Unterstützung. Ihr habt es auch gesagt, bei so unnötigen Dingen sofort Verstärkung schicken. Also Autounfall ist jetzt nicht, sagen wir mal, so wichtig. Was ist das hier? Verdächtige, ja. Lassen wir es erstmal in Ruhe. Lassen wir erstmal in Ruhe. Unter Beschuss, wir brauchen Verstärkung. Auf jeden Fall. Schick. Oh Gott. 911, what's your emergency? Hi, there is a strange car parked here. Could you check it? So what is it about this parked car that has you concerned? There is not enough space to walk through. Sir, this isn't an emergency call. You'll need to contact the proper city services to make a complaint. Oh really? I thought you at least had to try to help me. Ja, tut mir leid, wir haben gerade was Besseres zu tun. Case resolved. Ah, okay, der ist fertig. Er kann direkt dahin. Was haben wir denn da? Ja, Leute. Warten, einfach warten. Das würde ich ignorieren. Ich bin gespannt, geht der Ruf runter? Der Ruf geht runter. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum? Also einfach warten, drücken dann? Weil das ist einfach, das ist doch unnötig eigentlich. Also, wir haben ja eben gesagt, die örtlichen Behörden. Kann ich vielleicht nochmal Feedback schreiben? Okay, jetzt haben wir drei Punkte Abzug bekommen. Medizinische haben wir schon. Warten. Okay, technische Störung. Wir müssen... 911, what's your emergency? I want to
report a fire. Oh, Krankenwagenmündete. So what's on fire? It's a garage. Oh. Where are you, sir? In front of... What kind of a garage is it? It's the garage next to the house. Okay. Is the fire spreading anywhere? Yes. The fire department is on the way. Okay, goodbye. Das ist wichtig, da müssen wir unbedingt noch was hin. So. Der soll mal warten. So, hier wird Krankenwagen nötig. Der ist ja schon unterwegs. Wir können aber eigentlich mal sagen, dieser Krankenwagen zurück zur Verzeihung, wenn ihr den Sound gehört habt. Eine Person wurde bewusstlos aufgefunden. Oh, okay, dann fährst du mal dahin. Ah, da hat sich was gelöst. Aufgelöst, sagen wir mal. Ruf 1? Warum das denn? Hä? Ruf 4. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht, Leute? So. Einmal mal zur... Eine Meldung, okay. Verletzter. Country Verkehr unterwegs. Ja, so richtig läuft es noch nicht, habe ich das Gefühl. Habe ich mehr erhofft. Vor allen Dingen, verstehe ich... Where did this happen? Do you have any injuries? No, we are fine. Are your attackers still in the area? They ran away down the road. Do you know what direction they went? I think east. How long ago did this happen? A moment ago. All right, sir. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Ja, ich verstehe nicht, warum der Ruf manchmal runtergeht. Das, ja. Ist für mich manchmal noch ein Rätsel. Eine Person von der Treppe ge... Okay, wir schicken mal kurz was hin da. Krankenwagen. Ihr seht, wir haben sehr viel zu tun. Was ist denn da los? Die sind ja am... Sind die am Löschen? Bereit? Nee, nee. Ah, erledigt. Dauert noch. Dauert noch ein bisschen. Wir können mal eigentlich Verstärkung erstmal hinschicken. Oh, der Ruf auf 6, das ist gar nicht gut. Das ist echt... Oha. Medizinische Unterstützung. So, wobei, jetzt geht's zum Beispiel wieder hoch, der Ruf. Also das ist ja... Das ist ja dann schon mal gut. Aber hier natürlich... ist nicht gut hier. Unter Beschuss. Ich hoffe, die kriegen das unter Kontrolle. Oh, wo ist was fertig? Da oben? Unter Beschuss. 911, what's your emergency? If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Hello? Is anyone there? Wir ignorieren mal. Ruft die runter, das gibt's doch gar nicht. Das ist irgendwie echt komisch. 3 Verdächtige in der Öffentlichkeit. Ihr habt geschrieben, in Amerika darf man wohl teilweise nicht in der Öffentlichkeit trinken. Boah, was sollen wir da machen? Die sind die ganze Zeit unter, brauchen Verstärkung. Ich weiß. Was sollen wir da noch machen? Wir sollten, glaube ich, mal einen RTW hinschicken. Da müssen wir leider momentan passen. Krankenwagen benötigt. Jo, da müssen wir... Warte mal.
Okay. Aber hier brennt's auch, ne? Dauernd. Ich hoffe, die kriegen das hin, wenn es so kurz gucken. Jawohl, wunderbar. So muss das laufen. Ruhe auf 17. Sehr schön. Fahren beide zurück? Okay, alle drei fahren zurück. Krankenwagen sind da unterwegs. Da läuft es absolut noch nicht. Ruf momentan auf 17. Das geht ja schon. Wir müssen einfach mal jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, die Zeit ist jetzt gleich auch um. Also die Schicht heißt es ja dann. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber müsste, ne? Okay. Ich glaube, das hat sie... Ruf auf 20. Das... Ja, sehr gut. Sehr schön, Leute. Wir fahren mal ins Krankenhaus. Sehr, sehr schön. Und die fahren... Haben die was drin? Okay. Ihr fahrt wahrscheinlich zurück zur Wache. Ah, wir können dann einfach mal... kurz gucken, wo die sich genau befinden. So... Schön viel Verkehr, ne? Aber es macht irgendwie Spaß. Also mir macht es irgendwie Spaß. Natürlich, das Ding ist halt irgendwie schwer, ja, zu kommentieren, so sage ich jetzt mal. Gesichter dringend in der Öffentlichkeit. Ich prüfe das. Ob das zu... Ja, genau. Fahr du mal zur Wache. Letzter im Krankenhaus, sehr schön. Gut, Leute, wie gesagt, schwer zu kommentieren finde ich das jetzt hier, weil natürlich, ne, ich hake halt schnell von anderen Thema, vom einen Thema zum anderen, sag ich es mal. Muss ich mal schauen, muss ich wirklich mal schauen. Strafzettel ausgestellt, $500. Nice, Leute. Ah, okay. Jetzt schauen wir mal unsere Schicht. Das schauen wir uns hier nochmal an, auf jeden Fall. Falschparken, ignoriert. Ein Anruf von meiner Parkverbot, ja. Okay. Sei es abgelaufen, keine Aktion rechtzeitig. Ja, okay. Okay. Ah, aber es lief zweimal nur schlecht, wie das so aussieht. Also verdächtige Person und Falschparken. Ja. Das war doch ganz gut. Im Gefängnis 0, Strafzettel haben wir 3. Keine Toten, das ist schon mal gut. Finanzen, Gehälter minus $4.896. Allgemein. Ist echt ganz interessant. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Es hat echt Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Folge so machen können. Oh, $74.371. Wir können theoretisch auch irgendwann mal die Karte wechseln, wenn ihr Bock drauf habt. Also es gibt ja wirklich zahlreiche Karten. Auch bekannte Städte sind dabei. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen und sag einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.